Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie heute Abend ganz herzlich begrüßen zu unserer zweiten Berlin Lecture, die erste Berlin Lecture vor ziemlich genau 6 Monaten, hatte Arjun Appadurai gehalten zum Thema Traumatic Exit, Identity Narratives and the End of Hospitality. Das Thema der heutigen, der zweiten Berlin Lecture lautet Borders and Migration, Emerging Challenges for Migrant Research and Politics in Europe. Und der Gast, der Sprecher heute Abend, ist Sandro Mezzadra. Benvenuto e salve, Sandro. Keine Angst, ich quäle dich nicht weiter mit meinem schlechten Italienisch, vor allem da Sandro fließend Deutsch spricht und versteht. Und im Übrigen hast du heute Abend ein Heimspiel bei uns. Wir haben die Europa-Fußballmeisterschaft. Wir haben vielleicht in einer Woche ein Viertelfinale Deutschland gegen Italien. Aber wir haben jedenfalls schon atmosphärisch vorgesorgt. Mediterraner als das Klima heute Abend kann man im Grunde genommen nicht sein. Und da du schon länger in Berlin bist, weißt du ja, wir schreiten mit der Mediterranisierung der Stadt unaufhaltsam voran. Die Verstrandung und Verpalmung Berlins ist ja schon längst ein internationales Thema. Ich darf auch ganz herzlich begrüßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des anschließenden Podiums, Hortensia Völkers, die Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, die auch schon unzählige Projekte im Feld der Migration und Integration auf den Weg gebracht hat, Simone Peter, die Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, die ja allesamt auch sehr eng befasst sind mit der Frage eines Integrationsgesetzes und eines Einwanderungsgesetzes in Deutschland. Und Maximilian Popp vom Spiegel, der auch nicht einreisen darf in die Türkei, aber schon viele Artikel und Themen zu Fragen der internationalen Migration und Flucht verfasst hat. Und schließlich möchte ich auch ganz herzlich begrüßen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz Sociology of Migration, Current Developments and Future Trends, die gegenwärtig hier stattfindet, in einem heute Nachmittag vermutlich noch wärmeren Senatssaal. Herzlichen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben bei einer Tagung, die von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und vom Berliner Institut für Migrationsforschung gemeinsam veranstaltet wird. Nur einige Anmerkungen vorneweg. Die Berlin Lecture ist für das Berliner Institut für Migrationsforschung ein ganz wichtiges Element und ganz wichtiges Format, weil sie zum einen eben den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft bewegen soll. Wir wollen hier eben nicht im Elfenbeinturm sein. Es ist eine wichtige Veranstaltung, weil sie Bezug zu nehmen versucht und Bezüge herzustellen versucht zwischen aktuellen wissenschaftlichen Themen und Forschungen und aktuellen gesellschaftspolitischen Problemlagen. Und es ist gerade für Berlin natürlich ein sehr wichtiges Format, gerade in dieser Stadt, die historisch wie aktuell einer der wichtigen Fluchtpunkte dieser Welt war und ist. Als die große Stadt, als Wanderungsziel von Arbeitsmigrationen oder Religionsmigrationen in den letzten 300 Jahren, als Fluchtraum, als Raum, vor dem manche geflohen sind und fliehen mussten, als politisch und rassisch Verfolgte während des Nationalsozialismus, als Frontstadt mit Mauer, Kalter Krieg und diesem markanten, dramatischen Profil der Flucht und der Grenze oder heute eben als beides, als Lebensstilmetropole, wie eben auch zunehmend als Flüchtlingsmetropole. Diese historische wie aktuelle Unruhe, diese Bewegung in Berlin wie in der Welt, dies zu analysieren und diskutieren, ist Sinn und Zweck dieses Doppelformats der Berlin Lecture, die eben zunächst aus einem Vortrag besteht und dann anschließend aus einer Podiumsdiskussion. Bevor ich Sandro ein wenig vorstelle, möchte ich noch 3 Anmerkungen zu 3 Splittern machen, die aber unmittelbar schon mit Sandros Thema zu tun haben, zum Berliner Institut, zum Thema Flüchtlingskrise und zum heutigen Tag. Das Berliner Institut für Migrationsforschung ist nun fast genau 2 Jahre alt, gegründet als Forschungszentrum an der Humboldt-Universität
mitfinanziert von der Hertie-Stiftung, vom Bundesamt für Migration und Flucht und vom Deutschen Fußballbund, für viele eine Überraschung als Partner. Aber F wie Fußball oder K wie Kicken ist gegenwärtig eins der intensivsten Integrationspraktiken, wie wir feststellen können, im Blick auf die Gesellschaft. Damit ist dieses Berliner Institut zeitlich zumindest hineingeboren in die Zeit der großen Migrations- und Fluchtbewegungen. Und was wir machen müssen, ist ein Aufbau unter Wirklichkeitsbedingungen. Das heißt, 6 disziplinär sehr unterschiedliche Abteilungen des Berliner Instituts: Soziologie, Politologie, Pädagogik, Ethnologie, Ökonomie, Sportwissenschaft bis zur Medizin und zur Psychiatrie, haben keine Zeit zum Warmlaufen und zum sich finden. Sie müssen im Grunde genommen sofort liefern. Sie müssen Themen überlegen, sie müssen Analysen liefern, sie müssen Kommentare abgeben. Und sie haben eben nicht das, was den akademischen Elfenbeinturm sonst eben weithin auszeichnet: ungefähr 3 Jahre Zeit zum Nachdenken und danach sind wir schlauer. Wir hier im Berlin Institut für Migrationsforschung haben deshalb eben auch gelernt, dass wir jetzt sofort beraten müssen, gesellschaftliche Transferleistungen erbringen müssen. Sonst funktioniert so ein Institut nicht, das so nahe an aktuellen gesellschaftspolitischen Themen gebaut ist. Und deswegen haben wir eine Reihe von Dingen in den ersten beiden Jahren ganz schnell lernen müssen. Erstens, Integration ist, wenn der Begriff überhaupt sinnvoll sein soll, ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Es geht nicht nur um die Flüchtlinge und Migranten, es geht um Fragen der Integration einer auseinanderdriftenden Gesellschaft, die ihre Mitte halten und füllen muss. Also wir müssen den Begriff der Integration neu füllen. Zweitens, Forschung zu Integration und Migration bewegt sich in einem gesellschaftlichen Minenfeld, das belegen die Medienkommentare, das belegen auch unsere reichlichen Ordner mit Fanpost. Drittens, Migration und Integration sind gegenwärtig und sicherlich auch für die Zukunft gesellschaftspolitisch in der Tat ein zentrales Thema mit extremer Frontenbildung, also mit der Fähigkeit in Gesellschaft wie in Politik wie in Wissenschaft in der Tat extreme Konflikt- und Gewaltpotenziale zu entfalten. Und viertens schließlich haben wir auch ganz besonders schnell erfahren müssen, wie sehr Migrations- und Integrationsforschung in Deutschland dramatisch unterorganisiert und unterfinanziert ist. Es gibt viel zu wenig Struktur im Sinne einer dauerhaften Beschäftigung mit dem Komplex von Migration, Flucht und Integration, überwiegend Projektform, weil Migration und Integration als Thema gerade auch im politischen Feld lange Zeit eher lästig war. Und lästige Projekte behandelt man in Projektform. Ihr kriegt ein Geld, aber dann ist auch gut. Dabei sehen wir eben, dass gerade die Forschungen zu Migration und Integration, also zu einer wirklich zentralen gesellschaftspolitischen Frage der Gegenwart und der Zukunft, die Prozesse langfristig begleiten muss, dass wir sie sonst nicht analysieren können, auch nicht transparent machen können, in die Öffentlichkeiten und auch Politik nicht beraten können. Und deswegen ist dies eine unserer ganz zentralen Forderungen für jetzt und für die Zukunft an die Politik, dass aus dieser symbolischen Projektfinanzierung der Migrations- und Integrationsforschung endlich eine dauerhafte Forschungsstruktur entstehen muss. Zweites Stichwort: Flüchtlingskrise. Das Wort ist ja längst einschlägig geworden in Politik und Medien. Und dennoch ist dieses Wort eben in der Tat verräterisch. Flucht und Flüchtlinge, das sind also die Krise. Nicht Krieg, Gewalt, Vertreibung, sondern Ankunft, Aufnahme, Versorgung der Flüchtlinge. Es ist also vielleicht doch viel eher als eine Flüchtlingskrise, eine Verwaltungskrise oder eine Gesellschaftskrise. Dies nur als Hinweis, wie sehr sozusagen unsere Perspektive noch egozentrisch und eurozentrisch verfasst ist. Flucht und Migration scheinen die Krise zu importieren. Mit dieser Zuspitzung haben wir aber im Grunde genommen in den letzten Jahren auch ein neues Paradigma geschaffen. Denn historisch gedacht und gerade für Deutschland waren Migration und Flucht lange Zeit nicht das Problem, sondern die Lösung.
Teil der Lösung zumindest. Von der deutschen Auswanderung des 19. Jahrhunderts, 7 bis 8 Millionen in den heutigen Begriffen Wirtschaftsflüchtlinge, die in die USA ausgewandert sind. Diese Auswanderung erschien als Lösung der europäischen Agrar- und Industriekrise des frühen 19. Jahrhunderts in Deutschland wie in Gesamteuropa. Bis zu der Gastarbeiteranwerbung seit den späten 1950er Jahren. Auch dies erschien als eine Problemlösung des Problems eben Arbeitskräftemangel als Krisenphänomen. Dieser Paradigmenwechsel nun, Migration zum Problem zu erklären, ist verräterisch und gefährlich, weil er eben auch eine ganz gefährliche Bildwirkung entfaltet. Der Umgang mit Flüchtlingen ist nicht mehr primär die humanitäre Frage, sondern jetzt eben eine, die in ökonomischen und kulturellen Begriffen diskutiert wird und die nach sich zieht eine Vision von Problemen, Belastungen und Bedrohungen. Und deswegen haben wir auch die Dominanz eben der Differenzbilder, wenn es um Flüchtlinge und Migranten geht, statt dass wir begreifen, dass gerade in diesen neuen Fluchtbewegungen sehr viel Konvergenz besteht, sehr viele junge Leute kommen, die ganz ähnliche Erfahrungen mit sich bringen, ganz ähnliche Medien und ganz ähnliche Kommunikationsstile wie junge Menschen hier bei uns. Und damit bilden diese Bilder Vorlagen für diese Pegida, AfD und Rechtspopulisten Argumente der Gegenwart, die die Zuwanderung in Bildern von Fremdheit und Bedrohung beschreiben kann, in Bildern der Vorurteilshaftigkeit, statt dass sie sie auf Erfahrungen und Fakten bezieht. Deshalb brauchen wir in der Wissenschaft, in der Politik und in den Medien, wie ich glaube, eine neue Diskursethik, in der verantwortungsvolle Sprachbilder und verantwortungsvolle Bilder produziert werden. Bilder, wie ich sie jetzt gerade in den letzten Tagen in einer Lektüre eines Romans zum Teil entdeckt habe, von Jenny Erpenbeck, Gehen, Ging, Gegangen, heißt der Roman. Sie erkennen daran, es ist ein Deutschunterrichtstitel, Gehen, Ging, Gegangen, also es wird durchdekliniert. Und in diesem Roman treffen Einheimische und Flüchtlinge in Berlin aufeinander. Der Protagonist ist ein emeritierter Humboldt-Professor mit DDR-Vergangenheit, ja, der auf Flüchtlinge in Spandau trifft. Und dieser emeritierte HU-Professor, groß geworden in der DDR, operiert im Grunde genommen wie ein Ethnologe, weil er jetzt in vieler Hinsicht einfach sagen kann, ich verstehe diese Welt nicht ganz recht. Ich verstehe die Verwaltungswelt noch nicht richtig. Ich verstehe aber auch die Flüchtlinge noch nicht richtig. Was macht er? Er geht nach Spandau in das Flüchtlingsheim und fängt dort an, Flüchtlinge zu betreuen und sieht dann, wie diese Flüchtlinge innerhalb Berlins mehrfach umziehen müssen. Und die zwei Sätze, die ich vorlesen will, neue Bilder, kommen nun unmittelbar aus so einer Situation, als die Polizei das Flüchtlingsheim in Spandau absperrt. Eine Grenze, denkt Richard, der emeritierte Professor. Eine Grenze kann also auch plötzlich sichtbar werden, kann plötzlich an einem Ort erscheinen, wo sonst nie eine war. Was in den letzten Jahren an den Grenzen Libyens ausgefochten wurde oder an den Grenzen Marokkos oder Nigers, findet nun mitten in Berlin-Spandau statt, wo es zuvor nur irgendein Haus, einen Bürgersteig, einen Berliner Alltag gab, wuchert plötzlich so eine Grenze, schießt ins Kraut, unvorhergesehen wie eine Krankheit. Eine Grenze bestehend aus Polizisten, die diese Grenze um das Haus bilden müssen. Drittes und letztes Stichwort, heute der 23. Juni, ganz wichtiger Tag, der Tag der Berlin Lecture, aber natürlich auch der Tag von Brexit. Und damit sind wir schon ganz endgültig bei Sandros Vortragsthema, Grenzen Europa, Grenzen um Europa, Grenzen um England, Grenzen in England. Geht England zurück in die Splendid Isolation, das wissen wir spätestens morgen früh. Und wir wissen schon vor morgen früh, bevor wir den Ausgang kennen, dass dieser Grenzdiskurs auch in England mit durchaus grenzwertigen Worten, Bildern und in grenzwertigen Formen geführt worden ist. Der Tagesspiegel hat dies kürzlich kommentiert und ich will nur die drei Sätze, die mir da ganz wichtig sind, daraus vorlesen. Als Boris Johnson vor einigen Wochen sagte,
die Europäische Union sei wie Hitler, weil sie einen Superstaat in Europa errichten wolle, waren vor Donald Tusk die Grenzen überschritten. Aber was für Grenzen teilen sich der ehemalige Londoner Bürgermeister Alexander Boris de Pfeffel Johnson und der polnische Tischlersohn und EU-Ratspräsident Donald Tusk? Als der eine in Polen gegen die Kommunisten kämpfte, soff der andere im Oxforder Bullington Club Champagner. Der eine war Journalist und Vorsitzender des Betriebskomitees der Solidarność, der andere Korrespondent des Telegraph in Brüssel und dachte sich dort, wie es heißt, die meisten Geschichten selber aus. Ist es nicht vielmehr so, dass Johnson mit seiner Hitler-Bemerkung überhaupt erst jene Grenze überschritten hat, hinter der sich in Europa der gemeinsame Raum öffnet? Das heutige Europa beginnt mit Hitler und mit dem Reden über Grenzen, über politische, historische, kulturelle Grenzen. Es endet dort aber nicht. Soweit das Zitat und damit endgültig zu Sandro und seinem Vortrag. Bei ihm geht es immer wieder um die Debatte, die wir heute führen, um Globalisierung, Raum und Bewegungen und um die Frage, ist dies sozusagen die Öffnung der Welt im Sinne eines Mobility Turn oder ist es das Gegenteil, im Sinne einer Politics of Immobility, eine Schließung der Welt unter den Bedingungen der Globalisierung. Eine Schließung durch Kontrolle, durch Behinderung, durch restriktive Lenkung der globalen Mobilitäten, wie dies ja gerade auch Europa vorexerziert. Ist also die Frage von Mobilität und Grenzregimen sozusagen noch eine Nachhut der Geschichte oder ist sie eine Vorhut der Zukunft, könnte man fragen. Oder ist es ein drittes, ist es sozusagen das Gegenläufige in komplexen Prozessen des globalen Kampfes um Arbeit, Ausbildung und Ressourcen, um klimatische und kulturelle Bedingungen des Überlebens. Und dabei sind einerseits wachsende Gruppen in Bewegung gesetzt, aus Not oder aus Bedürfnissen heraus, und andererseits wachsende Kontrollen in Raum und Zeit gebracht, die Grenzen, die Lager, wir wissen ja, dass zweistellige Millionenzahlen nicht nur unterwegs, sondern in den Lagern im Grunde genommen zerniert sind. Sandro Mizzadra hat gerade diese Debatte in seinem jüngsten Buch Border as Method intensiv verfolgt und diskutiert. Sandro hat eine Professur für politische Philosophie am Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, stimmt, dankeschön, in Bologna. Er hat gegenwärtig, und deswegen ist er unser Gast, ein Cosmos Fellowship am Berliner Institut für Migrationsforschung und am Institut für Europäische Ethnologie. Und er ist überhaupt kein Neuling und Neuer in Deutschland. Er war mit Alexander von Humboldt-Stipendien, Max-Planck-Stipendien und anderen immer wieder da. Das Thema der Globalisierung und der Grenze hat ihn immer wieder in den letzten Jahren beschäftigt. Ich will nur drei Titel herausgreifen. 2011 zusammen mit Etienne Balibar herausgegeben, The Borders of Justice, da ist der Grenzbegriff natürlich eher ein metaphernhafter Begriff noch. Dann 2011 The Multiple Shadows of Modernity, Strategies of Critique of Contemporary Capitalism. Und jetzt eben zusammen mit Brad Nielsen den Band Border as Method or the Multiplication of Labor. Er ist der Herausgeber vieler Zeitschriften, vor allem eben auch politischer Zeitschriften, nicht von Elfenbeinturm-Zeitschriften im internationalen Raum. Und sein Kompetenz- und Themenspektrum bewegt sich immer in diesem Bereich eben der postkolonialen Perspektiven, der globalen Migrationen und der Macht- und Gewaltverhältnisse in gesellschaftlichen und politischen Räumen. Und jetzt freuen wir uns auf seinen Vortrag Borders and Migration, Emerging Challenges for Migration Research and Politics in Europe. Sandro. Ja, danke Wolfgang für diese einleitenden Worte, die irgendwie viele Themen meines Vortrags vorweggenommen
haben. So, jetzt schalte ich zu Englisch für die Vorlesung um. Been based at the BIM since last October. Allow me to start this lecture by saying that I have very much enjoyed the truly unique academic environment of the Institute, an Institute where the multiple challenges posited by contemporary movements of migration are investigated in ways that combine quantitative and qualitative research, breadth and depth, civic engagement, critical commitment, and scientific rigor. I am therefore particularly honored and pleased to have the chance to address you tonight within the challenging framework of the Berlin Lecture. I will take this occasion to share with you some of the hypotheses that have been guiding my work on borders and migration for several years now. I undertake this in a situation characterized by an unprecedented politicization of the borders and migration nexus in Europe. Tens of thousands of migrants and refugees stranded in camps in Greece, mass deportations, shipwrecks and deaths in the Mediterranean, fences and walls across the so-called Balkan route, as well as the border between Turkey and Syria, proliferating controls within the Schengen space from Brenner to Calais, EU and NATO naval operations. These are some of the images we immediately associate with the topic of my talk today. At the same time, internal politics in many European countries tend to revolve more and more around the questions associated with the nexus between migration and borders. New social and political polarizations emerge, which end up raising a new and requalifying fundamental questions about the kind of society in which we want to live, the nature and subjects of social cooperation, the very meaning of democracy. In this lecture, I will firstly aim at providing a general framework for an attempt to critically make sense of the political stakes surrounding borders. Secondly, I will share with you some hypotheses regarding what is currently called the border and migration crisis in Europe, particularly emphasizing the ensuing challenges for migration scholars in this part of the world. Borders, Etienne Balibar wrote at the turn of the century, no longer exist only at the edge of territory, marking the point where it ends, but have been transported into the middle of political space. This is particularly apparent today in Europe. In a book I recently co-authored with my Australian colleague and friend Brett Nilsson, Borderless Method, we try to demonstrate that the proliferation, mobility, and deep metamorphosis of borders are key features of actually existing globalization processes. The very relationship between capitalism and what is called by world system theorists territorialism, which underwent multiple transformations in modern history while continuing to take the territorial state as its main reference, seems nowadays challenged and continuously disrupted by processes of financialization, digitalization, and new logistical arrangements.
capitalism produces its own multiple spaces according to a logics that are far from being grasped by the simple opposition between a space of flows and a space of places. These logics rather hit the ground in complex, often violent, and always crucially important ways. Nevertheless, the expansion of contemporary capital's frontiers negotiates and imposes its territorial assemblages in ways that challenge and often issue territoriality, understood in the words of Saskia Sassen as a legal construct that marks the state's exclusive authority over its territory. This is not to say that territoriality and the territorial state wither away. It is rather to point to a set of gaps, disjunctions, and frictions between different forms of production of space that make up the global. The multiplication, mobility, and heterogenization of borders, as well as the more and more intense and vital character of the struggles surrounding them, must also be understood against this backdrop. It is easy to see that the modern notion of the border as a line dividing discrete territories in clear-cut ways as a simple margin limiting their extension is historically and conceptually connected with the legal construct of territoriality. A line, something mundane and ultimately banal, the job of land surveyors. And nevertheless, we should be aware of the fact that in ancient times, in Western and particularly in Roman history, the land surveyor was considered as a sacred figure whose task was close to a goddess's task and whose field of action was circumfused by fog and dirt, violence and magic. This comes again to the fore when we think of Kafka's case gesture, which raises the question of checking and tracing boundaries beneath a castle where the voice of the law keeps repeating that all is in order, since boundaries are well established and recorded. Repeating this gesture, which means considering the border from the point of view of its tracing, it appears clear that the border itself cannot be considered a merely negative limit. It rather takes on particularly productive, even creative characteristics, being the condition of existence of the two things it separates and distinguishes. Just think of the notion of territoriality mentioned above. Could a territory in the legal and political meaning of the term implied by that notion exist without the tracing of a border surrounding and distinguishing it from other territories? And what about private property, especially when we pay attention to the role played by landed property as an influential model in the historical development of this crucial legal institution? It was necessary to set up boundaries to the fields, writes Giambattista Vico in his Scienza Nova, 1745, in order to put a stop to the infamous promiscuity of things in the bestial state. On these boundaries were to be fixed the confines first of families, then of gentes or houses, later of peoples, and finally of nations. End of the quotation. Forget for a moment the lexicon and preferences of this 18th century Neapolitan philosopher.
and you will grasp the essential core of his striking description of the continuity between the establishment of private property, the cultural practices and order of the family and the house, and the formation of the state from the angle of the productive nature of the border. While this entanglement of private property, family, and the state is particularly important for any critical reading of modernity, there is a need to add that the productive nature of the border is an epistemic principle that allows us to make sense of a series of crucial developments in other, seemingly more elusive fields. Just to give a couple of examples, scholars of linguistics and comparative literatures have convincingly shown over the last years that modern languages and national literatures could only develop with the establishment of bordering devices to enable and manage their distinction as well as the communication between them. Or to pick up a question that continues to trouble anthropologists as well as theorists and practitioners of multiculturalism. Can we speak of an ethnic community or a culture without having previously traced a boundary that distinguishes them from other ethnic communities or cultures? These are just scattered snapshots, but they allow me to make two important points for a critical understanding of borders in our contemporary global predicament. Firstly, borders appear to limit, constrain, and contain movement in often arbitrary, violent, even necropolitical ways, to borrow a term from Achille Mbembe. Nevertheless, in order to grasp their operations and to effectively criticize their violence, we must also look at their productive functions, which means, simply put, at the specific form of order they enable within the space they appear to merely circumscribe. I speak of a quote-unquote productive and even creative nature of borders in only analytical terms, of course, without implying any axiological positive evaluation of this nature. And the simple overview of the global history of the modern notion of border as a line in its inextricable connection, not only with nationalism, but also with the history of European and Western colonial and imperial expansion, would suffice to clarify this point. Secondly, the semantic field of the border is densely heterogeneous. Its symbolic meanings are multiple and span from ethics to culture, from languages to economy, from politics to law. The history of the modern geopolitical border as a line can also be understood as a process through which these disparate meanings of the border have been steadily attracted within a magnetic field crisscrossed by vectors of unification that ended up becoming processes of nationalization, with the geopolitical border, at least in tendency, circumscribing a discrete national society, culture, language, and economy. The gaps, disjunctions, and frictions between different forms of production of space that nowadays make up the global point to a situation in which these heterogeneous meanings of the border also diverge from each other, and the principle of their unitary articulation is placed under increasing duress. At least a third point has to be added in order to advance toward a critical theory of borders and also to foreshadow the relationship between borders and migration. The fences
that close off migrants and refugees from a national space or a migratory route, say in Idomeni, Greece, can certainly be seen as crystallizations of power sealed by violence. Nevertheless, the border can never be identified with a thing, be it a fence, a wall, or a bridge. Not least at the border, as we have learned both from Karl Marx and from Michel Foucault, power is indeed always a relationship. And the border itself must be analyzed in terms of the social relations that it encapsulates, enables, and articulates while being constituted by them. To adapt the word of Pablo Villa, an Argentinian ethnographer who has worked for many years on the US-Mexican borderlands, borders are complex social institutions marked by tensions between practices of border reinforcement and border crossing. These tensions lie at the root of specific forms of subjectivation that the border contributes to produce. And they provide an effective angle for the analysis of the conflicts and struggles that nowadays surround in particularly intense ways specific borderscapes in many parts of the world, including Europe. Some of the most significant of these conflicts and struggles, from the border between US and Mexico to the one between India and Bangladesh, from the northern shores of Australia to the choppy waters of Southeast Asia oceans, are associated with the movement of migrants and refugees. I think it is important to emphasize that this nexus between borders and migration, which seems so evident to us, has its own history and must be grasped in its distinct and conjunctural novelty. I am not simply referring to the point often made by historians, according to which migration control has only quite recently become a prominent function of political borders. Just to mention a symbolic date, the immigration station at Ellis Island was established in 1892, just 2 years after the federal government assumed control of immigration in the US. In Europe, the turmoil, nationalist agitation, and political conflicts surrounding Polish migration to the eastern provinces of Prussia in the 1890s is often mentioned as a turning point with respect to the establishment of the nexus between migration and borders. It is important to keep in mind this relatively recent historical origin of the borders and migration nexus. But it is even more important to be aware of the fact that the contemporary manifestations of this nexus are in turn particular and quite different from the ones that characterized such important moments in the history of migration, as for instance, transatlantic migration to the Americas at the turn of the 20th century, post-colonial migration and recruitment schemes of guest workers in Western Europe after World War II, or even the White Australia policy and its adaptations until the early 1970s. These moments in the history of migration have also been crucial both for the emergence of the definition of international migration in terms of border crossing and for the forging of the theoretical paradigm of migration studies. Just think of such influential contributions as the ones made in this respect by the founding works of the Chicago School of Sociology, or of critical analysis, such as the one pursued by Stephen Castles and Godula Cossack in their Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe, 1973.
I would like to call your attention to the fact that even a cursory review of this literature demonstrates that the topic of the border, although, as I repeat, it was crucial for the very definition of international migration, did not figure prominently in the table of topics and tools addressed and employed by migration scholars. The situation today is completely different. The nexus between borders and migration is widely acknowledged, both as a crucial problematic in itself and as an effective, let's say, epistemic perspective on migration, with such important questions as gender and race being, for instance, increasingly analyzed in terms of bordering devices, cutting through and hierarchically articulating migratory experiences. What does this dramatic difference between then and now say to us in terms of the underlying transformations of migratory landscapes, patterns, and experiences in our age? My tentative and necessarily schematic answer to this question is that this difference points to the fact that the encounter with the border, its crossing, can no longer be simply considered as the inaugural moment and primary condition of the migratory experience. To be accomplished once for all in the biography of a would-be migrant, it rather tends to reproduce itself across large parts of that experience and biography, with multiple manifestations of the border haunting migrants in their negotiations with citizenship and labor markets, in the urban as well as national spaces they inhabit and they contribute to transform and produce. Behind this ubiquity of the border, what can, of course, see many factors, including the multiplication and fragmentation of migration patterns and schemes and the disruption of their spatial and temporal coordinates, which have, for instance, been carefully mapped by Stephen Castles and Mark Miller in the several editions of the standard reference work, The Age of Migration. More generally, as several scholars have demonstrated, global migration is increasingly characterized by turbulence, unpredictability, and autonomy, which challenge established legal arrangements, as in the case of asylum, and governmental regimes. What had been foreshadowed in particular and uncanny ways by movements of population in the wake of decolonization and anti-imperialist wars, just think, for instance, of the partition of the Indian subcontinent or of the so-called Indochina refugee crisis, seems to have turned into a distinctive feature of migration writ large in the global age. At the same time, it is important to emphasize that this turbulence, unpredictability, and autonomy of migration intertwine with profound transformations of the economic and social systems within so-called countries of destination, and not only in the so-called global north. The moments in the history of migration that I previously mentioned, be it in the US in the early 20th century or in West Germany in the 1950s and 60s, were connected with the specific processes of mass industrialization and with the generalization of free wage labor as a standard reference for the working of the labor market. Under these conditions, the recruitment of migrants implied a subordinated inclusion
within that standard, should, with a huge deal of discrimination and even over-exploitation, which, however, did not challenge the stability of the standard itself. Migrant workers were managed as a kind of supplement to the autochthonous labor force in an attempt to put in the words of Michael Burawoy in a classical essay of the 1970s, to bridge the gap between the two functions of the reproduction of labor force in a given capitalist economy, which means its maintenance and its renewal. The situation could not be more different nowadays. When the flexibilization of production connected to processes of financialization and digitalization is prompting an explosion of the standard of the free wage labor and complex dynamics of precarization, multiplication, and diversification of labor. The implications of these processes for migration management are momentous, as it can be easily grasped considering the fantasy of a just-in-time and to-the-point migration, which nurtures the evolution of migration policies in many parts of the world, including Europe. Ever more sophisticated point systems, an obsession for filtering and selecting migrants according to their quote-unquote skills and human capital, the multiplication of temporary, seasonal, and circular recruitment schemes are among the most prominent manifestations of that fantasy. So while old and new forces of the right increasingly politicize the difference between us and them, a process of fragmentation and potentially of erasure is silently at work, both regarding the us, the figure of the citizen, and the them, the figure of the migrant or the foreigner. It is in this situation that multiple internal borders are infiltrating formally unified political and social spaces, challenging established patterns and mechanisms of integration, and blurring the boundary between inclusion and exclusion. Migrants experience both inclusion and exclusion in differential and selective ways, which are more generally symptomatic, to recall once again the lesson of the great Algerian migration scholar Abdelmalek Sayad, of wider social transformations. With their movements and with their border struggles, as I would call them, migrants politicize the very boundary between inclusion and exclusion, demonstrating in very mundane and vernacular ways that no integration is worth struggling for if it is not understood as a profound renewal of the very conditions of living together, as the invention of a new commonality. It may well be at this point that the concept of a post-migrant society, developed by Naika Forouten, for example, and other scholars in Germany, comes into play. As Manuela Boyajiev has emphasized in several writings, we are confronted here with a deep challenge to our understanding of the political, as well as of its boundaries. This is why such experiences as the occupation of the City Plaza Hotel in Athens, where 400 refugees are gathered under the motto, "We live together, solidarity will win," are so important to us. They politicize a specific border that is becoming more and more important in migratory experiences, the temporal border, the temporality of waiting, of living suspended in holding camps, hotspots, and other structures, and they transform it into a chance for a new democratic invention and imagination. The concept of temporal borders that I have just mentioned has several implications.
It allows us, for instance, to grasp the particular condition of generations held within the cultural category of migrants, for instance, through the German administrative category of Migrationshintergrund, migration background. Moving toward a more detailed analysis of the developments surrounding geopolitical borders, the concept has been key to the analysis of the interrelated dynamics of acceleration, deceleration, and block that shape migration and its management in many parts of the world. Migrants' routes to Europe, in particular, are dotted by waiting rooms, as we can call them, in transit countries and cities, as well as in the desert. Be they self-organized within migratory networks, arranged and managed in often carceral modes by smugglers and traffickers, or by governments and even NGOs. These waiting rooms can be considered as part and parcel of the specific border regime that has been emerging since the early 1990s in and around the European Union. So let me say a couple of words about this border regime to conclude my lecture with an analysis of its current crisis. The notion of border regime, which has been recently developed by several critical migration and border scholars, deserves itself careful consideration. To put it shortly, this notion, the notion of border regime, underscores the heterogeneity of actors, from governmental agencies to the multifarious instantiations of the booming migration industry, discourses from an emphasis on security to economic consideration and humanitarianism, technologies of surveillance and control from digitalization to militarization, that are at the same time confronted by diverse actors in their attempts to cross borders or to facilitate their transgression. Speaking of a European border regime does not obscure the unbearable amount of violence and the necropolitical effects connected with its operations. It rather aims at shedding light on the dynamic, contested, and even contradictory nature of the assemblages of power deployed at the border. Once again, on the multifarious relations that constitute them. The emergence, periodic crises and transformations of the European border regime can be taken as particular instances of what I was calling before the productive nature of the borders. Far from being a marginal aspect of the European integration process, the border regime has played crucial roles in the establishment and constitution of the European space since the birth of the European Union. The heterogeneity of this space, often emphasized by scholars, has been enabled and mirrored by the multiple scales of operation of the European border regime. Articulating freedom of movement within the Schengen space with a variable geometry of control of the so-called external frontiers, this regime has always also and simultaneously been a mobility regime. Externalization of border control, which means involvement of neighboring and third countries in the management of the European borders, has been a key feature of this regime, at least since the agreements between Germany and Poland in the early 1990s. So while it is important to critically emphasize the often lethal processes of exclusion of migrants and refugees the European border regime has prompted, it is even more important from an analytical point of view to focus on the processes of selective, differential, and hierarchical inclusion it has enabled. The European border regime has built over the last two decades
the overarching framework within which multiple vectors and practices of mobility, internal as well as external, even in illegalized forms, have traversed, constituted, and materially transformed the European space. So it may appear counterfactual to consider the European border regime as a mobility regime, while we are overwhelmed by the images I evoked at the beginning of my talk. Images of fences and walls with around 60,000 migrants and refugees stuck and stranded in holding camps in Greece, which seems to be doomed to become a huge hotspot. Nevertheless, I am convinced that it is precisely these images that bear witness to the fact that what continues to be discussed in the media and in public discourse as a migration or refugees crisis is indeed a deep crisis of the European border regime. This crisis has, of course, its own genealogy, which includes such important moments as the economic crisis, with its implications, particularly for southern European countries like Italy or Spain, where illegalized migrants had found employment in several economic sectors in previous years, and the uprisings in the Maghreb and Mashrek, with the fall of such regimes as the ones of Ben Ali in Tunisia and Gaddafi in Libya, which had played key roles in the processes of externalization. On top of, but certainly not independent of these developments, the summer of migration in 2015, with the unprecedented and uncontainable challenge posited by hundreds of thousands of migrants and refugees to European borders across and beyond the Balkan route, has definitely accelerated and dramatized the disruption. The crisis of the European border regime is far from being limited to what is happening at the external frontiers of Europe. Its backlash within the European space has been momentous, with effects ranging from the reintroduction of controls and checkpoints at several Schengen borders to the establishment of a set of limits to the freedom of movement and settlement of European citizens, particularly those coming from the south, in northern European countries. And more generally, the deep divisions within the European Union in front of the challenge posited by migrants and refugees, mainly but not exclusively around the East-West axis, have further prompted what today appears to many observers as an existential crisis of the integration process as a whole. And we'll see what will come out of the British referendum. The border provides us in this respect with a particularly effective angle on a situation in which not only tens of thousands of migrants in Greece, but the European Union itself appears to be stuck and stranded in a profound impasse. One could say that in the wake of the summer of migration, a clear tendency towards the renationalization of border controls and policies has gone hand in hand with processes of further Europeanization. The latter can be instantiated by the direct role played by the European Union in the agreement with Turkey, by the strengthening of Frontex and its development into what is called a fully operational European Border and Coast Guard system, by the EUNAVFOR operation in the Central Mediterranean, as well as by the EU backing of NATO's presence in the Aegean Sea. It may be possible to discern in the plans of logistical reorientation of the border regime through the establishment of hotspots and corridors, the governmental rationality or the governmental fantasy shaping these European interventions. But it is easy to see
that this logistical reorientation is far from being smooth. On the one hand, because it is predicated upon coercive policies of control, block, diversion, and manipulation of migratory routes, and on the other hand, because the parallel processes of renationalization of border controls in several European countries obstruct relocation and mobility across hotspots and corridors. In such conditions, emergency management stands out as the real unifying thread running through European interventions and measures in face of the crisis of the border regime. Several scholarly and independent analyses have demonstrated that no naval operation in the Mediterranean, in spite of the humanitarian rhetoric often employed or of the declared aim to target smugglers and traffickers, has made passage more secure for migrants. We are now confronted with the fact that even crossing the border between Syria and Turkey may be lethal for people fleeing from war as a direct consequence of the agreement signed with the Turkish government by the European Union. Besides disrupting the foundations of the right to asylum, indeed, this agreement objectively implies a legitimization of the authoritarian nationalism of Erdogan's regime within Turkey and its regional role and ambitions in the framework of the Syrian war. The management of the crisis of its border regime, therefore, also has paramount implications for the European Union with respect to its external politics. While we witness, particularly here in Germany, its implications for internal politics in the wake of the Armenia resolution of the Bundestag. So the emergency management of the crisis of the European border regime has led to a situation in which tens of thousands of migrants and refugees are stranded in Greece and Turkey, in which crossing the Mediterranean has become more and more dangerous and expensive, in which the power of blackmailing of the Turkish government has been further entrenched, and in which the proliferation of fences and walls at the external frontiers of the European Union has been met by the dissemination of a set of limits to freedom of movement within the Schengen space as well. There is a need to denounce the huge amount of human suffering and violence connected to each of these moments of the crisis and its management. But once again, consistent with the theoretical framework for the critical analysis of borders I sketched out in the first part of this talk, I do not think that what is at stake in the current crisis is simply an attempt to seal European borders and to keep migrants and refugees out. Sure, many of them are and will be kept out. But the crisis of the European border regime will not be over unless the border regime itself is reorganized in ways capable of restoring its function as a mobility regime. This is very, very simply put, because Europe needs migration, as is again and again confirmed by demographic as well as economic reports produced at every institutional level across the continent. The Abschottung ist doch das, was uns kaputt machen würde. Sealing off would kill us, declared Dr. Wolfgang Schäuble with his usual sharp clarity in a recent interview with Die Zeit. This need for migration has to be addressed at least in the medium term. This is, in my opinion, a first crucial challenge for migration studies against the backdrop of the current crisis of the European border regime. To read the crisis, so to say, against the grain, attempting to discern the contours of emerging form of mobility management and inclusion in a situation characterized by images and realities of immobility and exclusion.
what I was calling before a project of logistical reorganization of the border regime through the establishment of hotspots and corridors points in this direction, because it seems to correspond to the flexible, temporally and spatially calibrated pattern of migration management that is increasingly predominant in the present. I have already mentioned the obstacles and frictions for this project arising from processes of renationalization of border control. What is to be added now is that such a project of logistical reorganization has also to confront the challenge posited by migrants themselves, by the turbulence, stubbornness, and autonomy of their movements. And we must emphasize that it is no paradox that these movements compose a force that, through an elementary but no less radical claim and practice of freedom, points toward a different kind of Europeanization, different than the one I referred to speaking of the policies of the European Union. The meaning of Europe itself emerges, therefore, once again, as a crucial stake in the tensions and conflicts played out in the crisis of the border regime. So to conclude, migration to Europe will continue over the next years, both because of the push of migrants and because European economies and societies need migration. Stopping migration is a reactionary and ultimately racist fantasy that produces concrete effects in the everyday life of thousands and thousands of men, women, and children on the move. While we denounce this fantasy, we must insist upon the fact that it is not a realistic prospect. It rather contributes to increasing the severity of conditions under which migration will happen in the near future, as well as of the lives of migrants already based in Europe. In both our scholarly work and our civic and political engagement, in the multiple domains of cultural life as well as in the media, we must cultivate an awareness of the fact that the clashes and conflicts surrounding the crisis of the European border regime reverberate within the cities we inhabit and even within the concept and words we use to speak migration. These reverberations, to quote from an essay from Chandra Mohanty, a postcolonial feminist critique, imply a dissemination of fault lines, conflicts, differences, fear, and containment. End of quotation. But they also challenge us to invent new forms of social exchange and cooperation, solidarity, commonality, and institutions beyond the idea of an existing social, political, and legal order within which migrants simply would have to integrate or to be integrated. Thank you very much for your attention. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Manuela Bojadjiev. Ich hatte die Freude, das Berliner Institut für Migrationsforschung 2014 mitzugründen und bin inzwischen auch an der Leuphana-Universität in Lüneburg, wo mein Bereich globalisierte Kulturen heißt. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und dieses Panel zu moderieren nach der Lecture, Berlin Lecture von Sandro Mezzadra. Das ist ein zweiter Teil und wie Wolfgang Kaschuber schon zu Recht gesagt hat, haben wir uns zum Ziel gesetzt, Wissenschaft auf eine Weise zu denken und zu betreiben, dass es für uns sehr wichtig ist, in einen Dialog zu treten mit Medien, Politik, Kultur, Zivilgesellschaft. Und die Berlin Lecture sehen wir ein bisschen als einen Beitrag dazu, diesen Dialog ein bisschen zu intensivieren.
Uns ist auch klar, dass genau in diesen Feldern, also dass nicht nur die Wissenschaft das privilegierte Feld der Wissensproduktion ist, dass in den Feldern, in denen Sie jetzt konkret auch arbeiten, Wissen produziert, aber eben auch umgesetzt wird auf eine bestimmte Weise. Und es ist genau das, was wir im Dialog besonders fruchtbar finden. In der Panelrunde heute Abend begrüße ich, und das hat Herr Kaschuber auch schon gesagt, ich möchte es aber doch noch mal in Erinnerung rufen, zunächst Frau Simone Peter, die seit 2013 die Parteivorsitzende der Partei Bündnis 90 Die Grüne ist. Außerdem in der Mitte der Redakteur im Deutschlandressort des Spiegels, Herr Maximilian Popp. Und schließlich Frau Hortensia Völkers, die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie zugesagt haben, bei dieser Diskussion teilzunehmen. Ich möchte gerne in zwei Runden Ihnen die Gelegenheit geben, beziehungsweise euch, weil wir haben uns vorher auf das Du geeinigt, euch die Gelegenheit geben, im Grunde so ein bisschen, aber aus eigenen Feldern heraus, eine Replik zu sprechen auf das Gehörte soeben. Und nach zwei Runden würden wir dann auch nochmal Sandro Mezzadra die Möglichkeit geben, eine Replik auf die Replik zu machen. Und das wäre dann der Abend. Das Thema heute ist die Herausforderung der Migration und die veränderte Funktion von Grenzen und die damit sich verändernden Muster auch von Migration. Die Grenze als spezifische Institution der Moderne verschiebt sich, so die These von Sandro Mezzadra, und das tritt uns an einem Tag wie heute, an dem in Britannien über die Zukunft der europäischen Grenze abgestimmt wird und Migration in den Kampagnen für einen Brexit eine besondere, wenn auch man muss sagen, keine außergewöhnliche Rolle gespielt hat, besonders klar vor Augen. Auch das ist schon erwähnt worden. Sehr gerne möchte ich mit dir, Hortensia, anfangen und damit beginnen, dich kurz noch mal genauer vorzustellen. Wie gesagt, du bist künstlerische Direktorin, aber auch Vorstandsmitglied der Kulturstiftung des Bundes in Halle an der Saale. Und mit der Kulturstiftung des Bundes entwickeltest du zahlreiche Programme für den internationalen Kulturaustausch, für die Förderung des Tanzes in Deutschland und zu gesellschaftlich relevanten Themen wie Migration, schrumpfende Städte, Kultur, der Nachhaltigkeit oder Zukunft der Arbeit. Von 95 bis 97 arbeitest du als Mitglied der künstlerischen Leitung der Documenta X in Kassel und gehörtest 96 bis 2001 dem Direktorium der Wiener Festwochen an. Sehr gerne würde ich jetzt mit dir ein bisschen über die Frage der Institutionen und die Herausforderungen der Migration sprechen. In einem Radiointerview mit dem Deutschlandfunk im März diesen Jahres sagtest du, dass die Kulturinstitutionen in Deutschland dringend modernisiert und internationalisiert werden müssen. In einer Presseerklärung vor wenigen Tagen gibt dann die Kulturstiftung des Bundes bekannt, dass der Stiftungsrat beschlossen hat, ein neues Programm aufzusetzen, das die Herausforderungen, die Migration an Gesellschaften stellt, annimmt und 21 Millionen Euro bereitstellen wird, um mit dem Programm Agenten für die Stadtgesellschaft sowohl personell als auch inhaltlich Kulturinstitutionen flächendeckend zu migrantisieren. In der kulturwissenschaftlichen Forschung zu Migration, und es ist ja auch im Vortrag von Sandro Mezzadra erwähnt worden, wird seit jeher herausgestellt, dass personelle Repräsentation nicht hinreicht, um nachhaltig die Realität einer Einwanderungsgesellschaft institutionell umzusetzen. Die entsprechenden Themen und Perspektivierungen müssen hinzutreten. Das wäre meine erste Frage. Wie verbinden sich die Gesichter mit den Geschichten und welche brauchen wir? Und meine zweite Frage, in einem Telefonat erwähntest du, dass Shermin Langhoff, die letztes Jahr hier bei uns nach der Berlin Lecture mitdiskutiert hat und in direkter Nachbarschaft zur HU die Intendanz des Gorki-Theaters innehat, die einzige Leiterin einer Kulturinstitution in Deutschland ist, die einen Migrationshintergrund besitzt. Ist das wahr und was ist dann los mit den Institutionen? Was erwartest du von ihnen und vielleicht auch im Hinblick auf die sozialen Bewegungen, die aus der Migration hervorgegangen sind? Ja, guten Abend. Ich werde Ihnen nichts über den Tanz erzählen heute Abend. Trotzdem muss ich mich ein ganz bisschen entfernen von dem Inhalt des Vortrags und vielleicht ein bisschen mehr in die Praxis der Kulturpolitik und in diesem Falle der Bundeskulturpolitik mich bewegen. Was ich aufnehmen möchte aus dem Vortrag ist der Begriff des
New Citizens oder der Cultural Citizen, das Motiv des Wir und der neuen Demokratie oder der Neuerfindung von Demokratie oder der, die Imaginären einer Demokratie. Ich glaube, das sind ganz interessante Figuren, um zu schauen, was passiert in unserer Kulturlandschaft. In Deutschland haben wir eine Kultur, die sehr stark öffentlich finanziert ist, mit sehr vielen Institutionen aufs ganze Land verteilt. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Ich finde das nicht schlecht. Selber komme ich aus Argentinien und da ist viel kaputt gegangen in den letzten Jahren oder verschwunden. Und insofern liegt es mir immer am Herzen, dass wir Institutionen, und damit meine ich Stadtbibliotheken, Musikschulen, Theater, Museen und alles, was wir haben, dass wir die erhalten. Aber dazu müssen sie sich erneuern, sie müssen sich neu erfinden. Und diese Apparate sind unglaublich schwerfällig. Deswegen kann man sie auch nicht schnell abschaffen. Sie sind einfach da und man muss sie schwer anstupsen, damit sich ein Stellenplan ändert, damit sich die Programme und die Angebote ändern, damit sich die Beziehungen nach außen ändern und so weiter. Bei der Recherche dieses Programms, was Manuela gerade erwähnt hat, suchte ich natürlich dringend nach Leitern von Institutionen, die einen Migrationshintergrund haben. Und es ist wahr, ich habe nicht viel mehr als ein oder zwei Personen gefunden. Und damit bestätigt sich, dass wir eine Mangelerscheinung da haben, einen ganz, ganz schweren Nachholbedarf. Wir haben viele Künstler, das glaube ich, diese Figur gibt es, diese Profession. Schriftsteller, Maler, davon, also das, diese autonomere Figur, aber in eine institutionelle Arbeit, also sowohl Dramaturgen oder Kuratoren in Institutionen, gibt es nicht genug. Und wenn wir etwas für die Institutionen tun wollen, so muss man ihnen was anbieten. Ich will mal über die Stadtbibliotheken sprechen, weil das vielleicht so ein Ort ist, der nicht so fancy ist, wie jetzt das Gorki-Theater mit ihren Tigern vor der Tür. Ich habe sie mir vorhin gerade noch mal angeguckt, sie sind noch da, Sie können sie sehen heute Abend. Sondern eine Stadtbibliothek ist eben oft auch so ein bisschen, kann auch ein bisschen eine verstaubte Sache sein, etwas still und traurig. Dem ist aber im Moment nicht, sondern europaweit entwickelt sich plötzlich eine Riesenbewegung zur Neudefinition von Stadtbibliotheken, wo es gar nicht mehr so sehr geht, ein Buch auszuleihen, sondern es geht um Kontakte und nicht Ausleihzahlen. Da wird sich getroffen, da wird Kaffee getrunken, da werden Zeitungen gelesen, da gibt es Deutschunterricht, da gibt es alle möglichen Formen von Begegnungen. Dazu müssen diese Stadtbibliotheken umgebaut werden, dazu muss neues Personal und natürlich auch anständige WLAN-Verbindungen, ein anständiges Gesetz für E-Book, weil das etwas ist, was in der Zukunft wichtig ist. Das tun die Verlage einmal im Moment noch nicht, sondern E-Book ist sehr teuer, also in Verträgen für Bibliotheken. Und wir haben uns das mal so angeguckt und natürlich auch die Museen und die Theater und haben gesagt, wer von euch Interesse hat, euer Haus in den nächsten 5 Jahren etwas umzustellen, kann sich bei uns bewerben und kriegt eine Figur, den wir einen Stadtagenten nennen, ist ein Arbeitstitel, vielleicht ändert sich das noch, aber es ist eine Person, die die Dynamik des Hauses, wo sie arbeiten will, kennt, die aber, und das ist so ein bisschen Bedingung, ich sag's mal, Migrationserfahrung oder eine eigene Migrationsbiografie hat, weil der Hintergrund natürlich auch ist, dass wir mindestens 50 solcher Personen in 5 Jahren vielleicht dazu kriegen, dass sie auch in diesen Institutionen arbeiten wollen oder darauf vorbereiten. Da kann man sich bewerben und wir bezahlen diese Stellen. Sie kriegen 150.000 Euro für die 4 Jahre an die Hand, um ihre kleinen Projekte machen zu können, um auch ein bisschen Macht gegenüber den Intendanten zu haben und zu sagen, ich habe mein Portemonnaie auch und ich kann hier Leute einladen, ich kann Dinge machen. So, und jetzt geht's los. Wir haben gerade diese 21 Millionen genehmigt bekommen. Und das ist ja leicht gemacht, so auf dem Papier sowas aufzuschreiben. Viele haben geholfen in den Recherchen. Jetzt müssen diese Menschen gefunden werden. Keine Ahnung, wie wir das machen. Also wir fangen jetzt an mit Workshops. Dann müssen sich die Institutionen bundesweit bewerben. Sie müssen sich mit Geld auch beteiligen bei dem Ganzen, damit das nicht nur ein Mitnahmeeffekt ist. Und dann sehen wir mal,
Interessant ist, dass wir es eben 5 Jahre machen und nicht schnell 1 Jahr, wie das oft bei diesen ganzen Maßnahmen, die es jetzt gibt zum Thema Flüchtlinge. Uns geht es nicht um Flüchtlinge, die dürfen auch kommen, gar keine Frage, sondern uns geht es um die Möglichkeit der Mitgestaltung der Stadtgesellschaft. In unserem Falle sind es halt die Kulturinstitutionen, das ist, wofür wir arbeiten, entschuldigen Sie. Also jeder muss da seinen Teil machen. Das ist einer von unzähligen vielen Programmen, die wir haben, aber es ist gerade ein aktueller und es ist eine Form, an diesen Begriff des Wirs zu denken und an die Modernisierung, sage ich mal, einfach eines Landes. Wenn das nicht geschieht, dann sind wir, glaube ich, ziemlich uninteressant bald. Vielen herzlichen Dank. Der Grund, warum ich diese Frage auch nach den Institutionen, unabhängig davon, dass ich diese Initiative richtig finde, interessiert hat, im Anschluss an den Vortrag, hat natürlich damit zu tun, dass die Grenze selber ja auch als eine Institution verstanden werden kann, die konterkariert wird von Praktiken der Migration. Und jetzt könnte man sagen, und das ist das, worauf ich jetzt auch ein bisschen in dieser Diskussion fortwährend hinaus will, dass diese Institutionen einerseits von Praktiken, aber andererseits auch von alternativen Institutionen begrenzt werden können. Also dass die Institution selber, die ja im Grunde eine Stabilisierung eines bestimmten, man könnte sagen anthropologisch ganz einfach, eines bestimmten menschlichen Verhaltens ist, selber zu einem Ort wird, an dem eine Veränderung vollzogen wird. Und zwar eben nicht nur als Projekt, wie Wolfgang Kaschuba anfangs sagte, sondern tatsächlich institutionalisiert. So, und dieser Widerspruch, der ja in der Institution dann selber mit aufgehoben ist, den würde ich gerne so ein bisschen weiter herausarbeiten mit verschiedenen Beiträgen. Und ich hatte schon über die nördliche EU-Außengrenze gesprochen und würde jetzt gerne noch mal kurz auf dich zu sprechen kommen, Maximilian. Maximilian Paup, ich stelle dich kurz vor, du hast die sehr renommierte Henri-Nannen-Schule in Hamburg absolviert und hast Politikwissenschaften in Istanbul studiert und sprichst, soweit ich weiß, auch Türkisch. Und seit 2010 bist du Redakteur im Deutschland-Ressort des Spiegels. Deine Themen sind Migration, Türkei, Islam, aber auch Rassismus. Und für die Türkei-Berichterstattung hast du letztes Jahr den Journalistenpreis bekommen, und zwar der Südosteuropa-Gesellschaft. Und soweit ich weiß, bist du genau in diesem Raum hier ausgezeichnet worden. Wir freuen uns also, dich wieder hierher bringen zu können. Und das, was ich auch viel von dir gelesen habe, ist, dass du in den letzten Jahren, nicht so sehr in den Monaten, wie wir auch gehört haben, weil du eben nicht mehr in die Türkei kommst in den letzten 2 Monaten und da keinen Zugang gefunden hast, keine Akkreditierung bekommst, dass du an den EU-Außengrenzen warst. Also einerseits in Idomeni an der griechisch-mazedonischen Grenze, aber auch an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien. Und wenn wir jetzt den Analysen des Berlin Lectures folgen wollen, dann könnten wir die Eingriffe der türkischen Regierung in die inländische sowie die europäische Politik, ja, aber auch andere Fragen sozusagen in diesem Zusammenhang stellen wollen. Und heute hat Erdogan tatsächlich sogar noch den Vorschlag gebracht, dass in Inspiration durch den Brexit es in der Türkei ein Referendum für ein Trexit geben könnte, wobei man sich fragt, ob das nicht vielleicht auch ein Moment der Demokratisierung dort sein könnte. Worauf ich aber hinaus will, ist es dann so, also müssten wir zugespitzt sagen, dass die EU-Außengrenze sich tatsächlich inzwischen an der Grenze der Türkei und Syrien befindet? Und da du dort gewesen bist, würde ich sehr gerne, dass du uns ein bisschen was von beiden Ereignissen erzählst und von deinen Recherchen, die du dort angestellt hast und mit welchem Ziel du das getan hast. Hallo zusammen. Das ist auf jeden Fall so, aber ich glaube, das ist kein ganz neues Phänomen. Also diese Externalisierung, über die wir schon gesprochen haben und von der wir durch Sandro gehört haben, ist eine Strategie des europäischen Grenzregimes seit vielen Jahren. Also Ähnliches war in Libyen mit Gaddafi zu beobachten, da war es nur noch weiter weg, deswegen konnte man es leichter ignorieren. Die Türkei ist ein Stück näher dran an Europa und deswegen ist die Aufmerksamkeit ein Stück größer, ich glaube aber eben dann doch nicht groß genug. Und ich glaube, das ist sozusagen, dass die zentrale Strategie hinter diesem EU-Türkei-Deal war, die Aufmerksamkeit für das Thema, auch die Empathie der Menschen aus diesem Radius herauszuschieben, aus dem europäischen Radius herauszuschieben.
in die Türkei zu verlagern, wo es sehr weit weg ist und wo sich das Thema wieder leichter ignorieren lässt. Ich glaube, das ist das, was wir in den letzten Monaten dann auch beobachten, auch in der Berichterstattung beobachten. Ich würde ganz gern, bevor ich darauf noch näher eingehe, auf die Situation an der türkisch-syrischen Grenze, ein, zwei Punkte aus dem Vortrag von Sandro, den ich fantastisch fand, aufgreifen. Ich glaube wirklich, dass einer der zentralen Momente im vergangenen Jahr diese Autonomie der Migration war und dass die Migranten das europäische Grenzregime, wenn man so will, nicht nur herausgefordert haben, sondern auch vorgeführt. Also wir haben die Dublin-Regulierung, dass man nur dort Asyl beantragen kann in Europa, wo man zuerst europäischen Boden betritt. Darüber haben sich die Geflüchteten einfach hinweggesetzt. Sie standen in Budapest, ich war dort am Bahnhof und haben gesagt, fuck you Dublin, und sind einfach auf die Straßen gegangen und haben dadurch einen großen Moment der Autonomie geschaffen und haben das Grenzregime vorgeführt. Die Reaktion der europäischen Politik, ein Stück Zeit versetzt, war dann, dieses Regime einfach weiter zu radikalisieren, meiner Ansicht nach, und zu brutalisieren. Und da gibt es verschiedene Mittel auf verschiedenen Ebenen, sowohl innerhalb der einzelnen Staaten, an den europäischen Binnengrenzen, und aber eben auch die Externalisierung und der Deal mit der Türkei, der eben, finde ich, schon vor allem eines zum Ziel hatte, nämlich die Flüchtlinge wegzuhalten und fernzuhalten. Das Ganze wurde verkleidet und ausgeschmückt und beschönigt mit Worten wie Flüchtlingsschutz, das Schmugglergeschäft bekämpfen und so weiter. In Wahrheit ging es darum nicht, in Wahrheit ging es darum, dass die Türkei den Türsteher gibt. Und das Ergebnis dieses Deals ist auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten ganz verheerend. Das beginnt nicht erst an der türkisch-syrischen Grenze, sondern es beginnt viel früher auf den griechischen Inseln, wo den Geflüchteten ein faires Asylverfahren versprochen wurde. Das ist absolut nicht der Fall. Die Bedingungen dort sind chaotisch, die Leute sind in Gefängnissen eingesperrt, es kommt immer wieder zu Aufständen, das Essen ist knapp. Ich war ein paar Mal dort in den letzten Monaten, es ist eine Katastrophe. Also die Entrechtung beginnt nicht erst in der Türkei, sondern sie beginnt früher, wenn man so will, sie beginnt näher noch an Europa dran. Sie geht natürlich weiter in der Türkei, die Unterstellung der EU, dass die Türkei sicher wäre für Flüchtlinge, ist meiner Ansicht nach ein Hohn. Sie ist es nicht, und verschiedenste Berichte von Menschenrechtsorganisationen und Recherchen von Journalisten und Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen untermauern das. Dort existiert quasi kein Schutz für Syrer, noch minimal, für alle anderen überhaupt nicht. Es sind zum Teil dramatische Bedingungen, es ist Ausbeutung, es ist wirklich verheerend, und die EU tut auch nichts dafür, diesen Schutz sicherzustellen, was ihre mindeste Verantwortung wäre, infolge eines solchen Pakts dann dafür zu sorgen, dass die Flüchtlinge dort nicht in Gefängnissen landen, dass sie nicht willkürlich inhaftiert werden, dass ihnen ein Mindestmaß an Unterstützung zukommt. All das ist leider nicht der Fall. Die EU ignoriert komplett, was dort mit den Geflüchteten geschieht. Und der letzte Punkt, das hattest du angesprochen, die Verschiebung der Grenze, also das Versprechen. Ich finde auch, der Flüchtlingsdeal war in gewisser Weise ein Weg für Angela Merkel, glaube ich, Flüchtlingskanzlerin zu bleiben, ohne Flüchtlinge aufzunehmen. Und sagen zu können, guck, wir ziehen keinen Zaun um Deutschland, wir ziehen keinen Zaun um Österreich. Dafür entsteht der Zaun jetzt 2000 Kilometer weiter südöstlich an der türkisch-syrischen Grenze. Es ist kein Zaun, sondern es ist eine Mauer. Ich war zum letzten Mal im April dort, seit Januar 5, 6 Mal, und es ist, und auch das ist, glaube ich, in Teilen Versagen der Medien, hier immer noch viel zu wenig angekommen, was eigentlich an dieser türkisch-syrischen Grenze geschieht. Das ist, was ich vorhin meinte mit dem Empathieradius. Es ist einfach sehr weit weg, und deshalb lässt sich es in gewisser Weise einfacher ignorieren. Aber die Situation dort ist skandalös. Die Mauer steht.
Also es ist eine, ähnlich wie die Berliner Mauer aus Beton, sie ist 3 bis 4 Meter hoch. Sie durchzieht im Moment fast das gesamte Grenzgebiet. Also die Grenze ist 800 Kilometer lang. Ich glaube, die Mauer hat inzwischen 500 Kilometer erreicht. Sie ist heftig bewacht durch Militär. Dort patrouillieren Soldaten, dort rollen Panzer. Und jeder Flüchtling, der versucht, noch irgendwie über diese Grenze zu gelangen, was inzwischen ja fast unmöglich ist, muss damit rechnen, dass auf ihn geschossen wird. Also zahlreiche Reports inzwischen von Human Rights Watch, Amnesty International, der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, das sind keine Einzelfälle, sondern es hat eine Systematik. Türkische Soldaten schießen auf Flüchtlinge. Die Folge ist, dass heute, und auch das ist in gewisser Weise ein Ergebnis dieses Deals, syrische Schutzsuchende in Syrien gefangen sind. Syrien hat sich zu einem Gefängnis verwandelt. In diesem Grenzgebiet auf syrischer Seite harren Hunderttausende Menschen aus, warten darauf, dass sie irgendwie über die Grenze kommen. Es gelingt nur wenigen, es ist eine Schmugglerindustrie natürlich entstanden, Schlepper, die anbieten, dann aber auch oft scheitern. Der Versuch endet, wie gesagt, oft tödlich. Und es ist deshalb so bedrückend, weil eines muss man bei aller Kritik und aller berechtigten Kritik an der Türkei, und ich meine, über Erdogan muss man ja inzwischen gar nicht mehr reden, trotzdem dazu sagen, die Türkei hat lange Zeit mehr für Flüchtlinge getan als jedes andere Land der Welt. Die Türkei hat 2,7 Millionen Syrer aufgenommen, 300.000 Geflüchtete aus dem Irak und anderen Staaten des Mittleren Osten. Es gab da tatsächlich eine Open-Door-Policy. Nur diese Open-Door-Policy ist Geschichte. Und ich glaube, oder meine These ist, dass ein Grund für diese Grenzschließung auch der EU-Türkei-Deal ist. Also für all die Menschenrechtsverletzungen, die wir da gerade erleben, für das Eingesperrtsein der Menschen in Syrien, ist die EU natürlich nicht direkt verantwortlich. Die EU-Beamte, Frontex-Polizisten schießen nicht mit, aber indirekt eben doch. Und ich glaube, das ist eines der krassesten Beispiele für was ich finde, das absolute Scheitern jeder europäischen Asylpolitik. Und letzter Satz, ich bin inzwischen an einem Punkt angelangt, wo alles Sprechen von der Union der Menschenrechte, der Union der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit für mich nur noch wie Hohn klingt. Max, vielen Dank. Das gibt mir natürlich jetzt eine gute Vorlage, Simone, dich anzusprechen. Auch du hast dir ein Bild gemacht von der Grenze. Du warst an verschiedenen Orten, manche von denen sind sogar eigentlich schon ikonisch, wie zum Beispiel Lampedusa. Ich möchte dich aber erstmal noch mal kurz vorstellen. Wie gesagt, du bist Bundesvorsitzende von Bündnis 90 den Grünen seit Oktober 2013, neben Cem Özdemir, und hast davor die Agentur für erneuerbare Energien in Berlin aufgebaut und warst danach Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr im Saarland, und zwar in der bisher ersten und letzten Jamaika-Koalition Deutschlands. Und hast nach eigener Aussage dich bereits als Landtagsabgeordnete sehr für die Flüchtlingspolitik interessiert und bist jetzt Teil der Kommission der Heinrich-Böll-Stiftung, die versucht, zu den Themen Migration und Politik eine neue Entwicklung innerhalb der Grünen einzuleiten. Also herzlich willkommen nochmal von mir. Und ich komme jetzt kurz zu meiner Frage. Sicherlich teilst du auch, also du teilst diese Erfahrung mit der Außengrenze. Ich nehme an, oder ich habe es auch, da ich auch an solchen Außengrenzen geforscht habe, erlebt, dass es biografisch auch eine besondere Erfahrung ist, das zu sehen.
Aber gleichzeitig müssen wir sagen, in der inländischen Debatte, und das ist ja jetzt auch dein Metier, sehen wir, dass die Unterscheidung zwischen humanitären und wirtschaftlichen Motiven für Bevölkerungsbewegungen das ist, was besonders produktiv gemacht wird in der Auseinandersetzung, weil das eine dann als legitim gilt, nämlich das humanitäre Motiv, während das andere das wirtschaftliche als illegitim gilt. Und zur gleichen Zeit, auch das ist schon angesprochen worden in dem Beitrag von Wolfgang Kaschuba, aber vor allen Dingen auch bei Sandro Mezzadra, gibt es ja einen interessanten Widerspruch da, weil gleichzeitig die demografischen Daten sowohl wie auch aus Wirtschaftskreisen immer wieder gefordert wird, es soll doch mehr Migration geben. Worüber, glaube ich, selten gesprochen wird, und ich zitiere jetzt hier mal zwei skandinavische Wissenschaftler, die bei diesen ökonomischen Motiven noch ein weiteres, im Grunde sozusagen Submotiv ökonomischer Art, eine Rolle spielt, nämlich dass Migration selber ein Geschäft ist, und zwar ein sehr, sehr großes Geschäft. Und ich fand da besonders interessant die Recherchen des europäischen Journalistenkollektivs, die sich Journalism Plus Plus nennen und die unter dem Titel The Migrant Files seit 2013 recherchiert haben und die Einnahmen geschätzt haben, die auf Seiten der Abschreckung und Abschottung vorhanden sind, und zwar für Software und Hardware, für Militärfirmen, für Grenzpersonal, und dass diese Einnahmen, also die Profite, die da erzielt werden, im Milliardenbetrag sind. Und diese lassen sich gleichzeitig auf der anderen Seite abbilden bei den all diesen Infrastrukturen und Ökonomien, die die Migration sozusagen befördern. Also Schleppernetzwerke, Fluchthilfe, Fluchthilfeinfrastrukturen etc. Also wir haben sozusagen auf beiden Seiten ein enormes Geschäft, und das scheint sich ja auch zu bedingen. Und gleichzeitig, und das hast du ja auch schon angesprochen, was interessant ist an dem Türkei- und EU-Deal ist, und das zeigen jetzt auch schon die neuesten Forschungen dazu, haben sich die Migrationsrouten, die Tatsache, dass mehrere tausend Menschen an den Grenzen zwischen der Türkei und Syrien sind, ist ja nur ein Ausdruck von einem anderen Ausdruck, nämlich dass die Migrationsrouten sich verschoben haben. Ja? Also dass die Leute jetzt eben nicht mehr diese relativ kurze Strecke zwischen der Türkei und den Inseln versuchen zu überwinden, sondern dass sie jetzt Routen einnehmen zwischen Ägypten und Kreta. Dort ist ja auch kürzlich ein Schiff, wie sagt man, ich lese immer die englischen Beiträge, dann fällt gekentert, Dankeschön, und oder zwischen Libyen oder Lampedusa oder Libyen und Italien. Und die Rechnung, die es inzwischen dazu gibt, ist, dass diese zentral-mediterrane Route inzwischen eine Mortalitätsrate hat von 25, also jede 25. Person stirbt auf diesem Weg. So, und da stellt sich ja die Frage, die jetzt ja mehrfach aufgekommen sind und die ich jetzt mal so provokativ an dich stelle, ist europäische Migrationspolitik eigentlich noch zu retten? Und wenn, dann wie? Langer Bogen, fang vielleicht an mit dem, was du direkt am Anfang aufgeworfen hast, die Einschätzung von Maximilian. Und ich muss sagen, ich teile die Erfahrung, die Analyse und auch das Urteil über die EU, was die EU-Migrationspolitik angeht und auch was die Rolle der Bundesregierung innerhalb der EU-Migrationspolitik angeht. Ich musste schmunzeln, vielleicht ein gequältes Schmunzeln über den Satz von Wolfgang Schäuble, der zitiert ist, dass die Abschottung dazu führt, dass wir kaputt gehen oder dass es uns kaputt machen würde. Aber es ist ja genau so, was Maximilian analysiert hat, dass die Kanzlerin, dass die Bundesregierung den Kurs des Wir schaffen das und der Aufnahme der Migrantinnen und Migranten nur dadurch rechtfertigen konnte, dass sie seit vielen Jahren diese Abschottungspolitik vorantreiben und gerade in den letzten Monaten eine massive Abschottung vornehmen, und das nicht nur an den europäischen Außengrenzen, sondern wie das richtig festgestellt wurde, dass diese Externalisierung des Grenzregimes weiter fortschreitet und dass immer mehr Länder jenseits des Mittelmeeres vor allen Dingen mit in Haftung genommen werden für das europäische Grenzregime. Innenminister de Maizière hat ja vor vielen Monaten schon gesagt, dass er sich vorstellt, dass man diese Hotspots und Grenzkontrollen nicht in den Außengrenzen direkt macht, sondern vorgeschaltet in den nordafrikanischen Staaten.
Der EU-Türkei-Deal ist ein zentraler Hebel gewesen, um die Frage des Grenzregimes weiter zu verlagern. Ist ja auch nur ein Beispiel. Es wird ja diskutiert, dass man einen ähnlichen Vertrag jetzt mit Libyen, also wenn man schon die Türkei nicht als sicheres Land für Flüchtlinge, für Geflüchtete einstufen kann, dann Libyen noch viel weniger, dass ein ähnlicher Deal mit Libyen überlegt wird, dass für mich auch das Thema zum Beispiel sichere Herkunftsländer oder sogenannte sichere Herkunftsländer, die Maghreb-Staaten, suggerieren soll, dass es in diesen Ländern keine Verfolgung, keine Diskriminierung gibt, um Flüchtlinge und Geflüchtete dort zu halten, beziehungsweise die Migrantinnen und Migranten, die aus den Ländern kommen, dort zu halten und dass sich das immer weiter fortsetzt mit halbseidenen bis wirklich verwerflichen Vereinbarungen, die Bundesregierung, die EU-Kommission mit Ländern des afrikanischen Kontinents macht, mit dem nahen Mittleren Osten, dass immer mehr darauf abgezielt wird, die EU weiter abzuschotten und sich des Problems selber, ist in Anführungsstrichen des Problems, selber zu entledigen, das nicht an den EU-Außengrenzen abzuwickeln, sondern darüber hinaus. Und das sieht man eben, ich war in Marokko an der Grenze, Melilla, das ist dort, wie ich das selber hier am Grenzzaun zur ehemaligen DDR erlebt habe. Also für mich war da kein Unterschied festzustellen, wenn man die doppelte Absicherung, die Selbstschussanlagen, die Hunde, die Wachtürme, es sieht, also für mich sah es 1:1 so aus, wenn man sich die Anlagen, Türkei, Syrien steht mir noch bevor, habe ich noch nicht gesehen, aber sowohl eben die Hotspots Italien, also Lampedusa und auch der Zynismus dort, der Lampedusa hat sich immer als eine Insel der Verständigung zwischen zwei Kontinenten gesehen. Die Bürgermeisterin von Lampedusa kommuniziert das ja sehr angenehm, dass sie sagt, wir wollen Verbindung bleiben, wir sind immer darauf angewiesen gewesen, zwischen in den beiden Kontinenten zu kommunizieren und uns nicht abzuschotten. Und die tragische Rolle, der jetzt Griechenland zufällt, ein Land, das Opfer eines massiven Sparkurses in der Krisenpolitik Europas wurde und jetzt noch damit konfrontiert ist, Flüchtlinge aufzunehmen und dort quasi einzusperren. Das ist ein aktives und passives Phänomen, was man in Griechenland sieht, dass Flüchtlinge wirklich Geflüchtete in den fast Haftanstalten bleiben müssen, kaum Möglichkeiten haben, Asylverfahren zugeführt zu werden, wenngleich man da Gott sei Dank beobachtet, dass die griechischen Asylrichter derzeit keine Rückführungen in die Türkei vornehmen, weil sie selber die Türkei nicht als sicher sehen. Das heißt, der EU-Türkei-Deal ist faktisch gescheitert. Was Maximilian sagte, das Dublin-Regime ist seit langem gescheitert, wurde im Prinzip von den Flüchtlingen in Frage gestellt und lässt sich auch nicht mehr ohne höchste Anwendung von Gewalt und Abschottung überhaupt durchhalten. Und da komme ich dann auch zur Beantwortung der Frage, weil das auf viele, viele Vorbemerkungen notwendig macht. Ich sehe nicht, wie wir zu einem Migrationsregime kommen, dass die Mobilität, was gezielt angesprochen wurde und was eine Chance für Europa vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des kulturellen Austauschs mit Nachbarkontinenten erstreben sollte, dass das in der nächsten Zeit erreicht wird. Weil es eben so ist, dass Frontex als Grenzagentur ausgestattet ist. Das Seenotrettungsprogramm wurde eingestellt, Mare Nostrum. Ich war direkt in dem Monat, als es eingestellt wurde, auf Lampedusa und habe jetzt gerade noch mal eine Seenotrettungsmission mitgestartet an Ostern rum, weil die staatliche Seenotrettung komplett ausfällt. Das wird alles durch zivile Seenotrettungsprogramme kompensiert und das zeigt, dass Europa in der Frage, wie wir mit Migration, wie wir mit Flüchtlingsbewegungen umgehen, kolossal versagt und alle humanitären Ansätze abstreift, ganz gezielt aussortiert und keine Idee hat, wie wir diesen Migrations- und Flüchtlingsbewegungen wirklich Rechnung tragen. Dagegen steht, und das ist richtig, ich habe gerade heute Mittag mit unserer grünen Untergruppierung, Unternehmensgrün zusammengesessen, die mir einen Vorschlag für ein Einwanderungsgesetz auf den Tisch gelegt haben, weil die Unternehmen ja auch sehr progressiv in Deutschland, ich wundere mich, dass da die Bundesregierung nicht mehr ein größeres Ohr zeigt gegenüber sonst dem Lobbyismus, dem sie Rechnung trägt in vielen anderen Fragen, dass Integration, dass Migration unsere
zentrale Chance ist, nicht nur wegen der kulturellen Bereicherung, die wir seit vielen Jahrzehnten erleben. Jede fünfte in Deutschland hat Migrationshintergrund und wir können aus diesen Erfahrungen zehren, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es eben keine Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind, sondern dass wir die Menschen aufnehmen, von dem kulturellen Hintergrund profitieren, die Arbeitsmöglichkeiten nutzen und die Integration wirklich gestalten. Aber auch national erlebt man, dass wir ein Abschottungs- und Ausgrenzungsprogramm nach dem anderen bekommen mit den Asylprogrammen oder Asylpaketen, dass es keinen wirklichen Ansatz gibt, Integration voranzubringen. Der Zugang zu Sprachen, Integrationskursen ist flächendeckend ungenügend. Hier in Berlin eine absolute Katastrophe. Ich war gerade noch mal in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Messehalle, wo die Flüchtlinge wie in einem Raumschiff oben auf der obersten Etage vegetieren. Wenn man Lehrern und Lehrerinnen vorbeikommt, um Sprachkurse zu geben, dann ist es eher dem Zufall überlassen. Aber es fehlt überall an Programmatik und Ideen, wirklich eine echte Teilhabe und eine echte Chancengleichheit mit Geflüchteten herzustellen. Und erschwerend, und ich weiß, dass du dazu auch noch kommst, ist das Phänomen, dass diejenigen, die ja schon quasi die abgehängteste Gruppe, die ausgegrenzte Gruppe in Deutschland oder auch Europa ist, nämlich die Geflüchteten, dann noch teilweise ausgespielt werden gegen diejenigen, die hier schon leben und auch keinen Zugang zu Wohnraum, zu Arbeitsmarkt, ja auch zur Teilhabe an der Gesellschaft haben. Deswegen sind das riesige Baustellen. Ich glaube oder meine, dass sowohl die Bundesregierung wie die EU-Kommission genau das Gegenteil tun dessen, was eigentlich notwendig und wünschenswert wäre und wir viel Kraft und auch politischen Willen brauchen, den Spieß umzudrehen in den nächsten Monaten. Ja, danke schön. Ich würde sehr gerne hier zwei Aspekte verknüpfen, nämlich das Stichwort Bürgermeisterin von Lampedusa und die Agenten für die Stadtgesellschaft. Und zwar aus dem Grund, weil ja auf Initiative der Bürgermeisterin von Barcelona zusammen mit der Bürgermeisterin von Lampedusa, Lesbos und anderen Städten ja jetzt gerade eine Initiative versucht wird, zu sagen, wir versuchen jetzt sowas wie Cities of Refuge auszubilden. Und das wäre ja jetzt eine interessante Frage in Bezug genau auf diese konkreten Praktiken, also wenn es sich tatsächlich um ein so widersprüchlich, um ein so komplexes Problem handelt, dass wir offenbar nicht in der Lage sind anzugehen, dann gibt es ja Initiativen, die genau das aber tun. Ne? Also man könnte jetzt sagen, man könnte auf das ehrenamtliche Engagement verweisen, das vor allen Dingen auch innerhalb von Kulturinstitutionen in dem letzten Jahr stattgefunden haben, ganz einfache Praktiken von Leute übernachten lassen in Theatern, Kaffee kochen etc. etc. Und trotzdem scheint es mir doch, dass diese Praktiken einen konfrontativen Wert haben müssen, um tatsächlich etwas in Bewegung zu setzen. Und du hattest in diesem Deutschlandfunk-Interview, das ich bereits erwähnt habe, auch davon gesprochen, dass diese Konfrontationen eben notwendig sind und dass sie gerade von kulturellen Orten ausgehen könnten, weil die in gewisser Weise auch ein bisschen politischer sein können als andere. Und es würde mich nochmal interessieren, wo du da ein Potenzial erkennst, beziehungsweise was genau was sozusagen die Widersprüche sind, die du in diesem Feld erkennst und die es so schwer machen, auch auf kultureller Ebene in institutioneller Weise Veränderungen herbeizuführen. Ja, Kulturräume sollten immer Orte sein der Auseinandersetzung. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Dafür sind sie ja da im Grunde genommen. Sonst könnten wir Vergnügungssteuer zahlen, also wenn wir dafür nicht gut sind. Was mich ein bisschen beunruhigt ist, wir fördern natürlich auch ganz viele Kultur-, Kunst- und Flüchtlingsprojekte und auch Veranstaltungen, wo man diskutiert, aber die Menschen, die da drin sind, die zuhören, sind die, die es alle schon wissen und die man wirklich nicht überzeugen muss. Jetzt arbeiten wir in Halle an der Saale, das ist eine Stadt, die 23% AfD-Wähler hatte, jetzt vor ein paar Monaten. Und wenn man sich so ein bisschen das Programm der AfD anguckt, was die in Kultur wollen, den Rest ist dann nochmal eine andere Geschichte, dann würde unsere Kulturinstitutionen nicht mehr so funktionieren, wenn ein Intendant in einer Kommune X von der AfD gestellt wird und der nach dem Programm der AfD läuft, dann haben wir ein Problem, weil dann müssen wir uns ein bisschen umstellen oder ich weiß nicht, was man da macht. Das heißt, wir müssen die Konfrontation mit diesen Menschen, mit diesen Bürgern suchen und das fällt uns wahnsinnig schwer. Also ich habe ganz wenige Kulturveranstaltungen besucht, wo es wirklich mal
in der Diskussion mit AfD-Wählern ging. Entweder gehen die da gleich gar nicht erst hin oder wie auch immer. Und ich denke, wir kommen da nicht drum herum. Nun kann man das diskutieren und es gibt in Dresden Kollegen, die große Museen leiten, die sagen, die Institutionen sind exakt durch die Hälfte geteilt. Die eine Hälfte wählt AfD, die andere nicht. Fortschrittliche Museen auch, die reden miteinander nicht mehr, weil die gesagt haben, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Also das ist virulent und das hat man immer auch im Hinterkopf. Alles, was Sie gesagt haben, bin ich hundertprozentig d'accord, aber ich habe auch immer diese andere Realität in diesem Land. Was passiert? Was machen wir mit diesem Wählerverhalten, mit dieser Frustration, mit dieser ganzen Ignoranz, Aggression und so weiter, die hier so viele Menschen umtreibt. Ich bin dafür, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen, dass wir sie richtig aufnehmen, dass wir ein Einwanderungsgesetz endlich kriegen, alles, was sie wollen. Nur, wir haben diese andere Realität und darüber reden wir eben wenig und das bekümmert mich sehr. Genau, das sind vielleicht auch die Formen des graduellen Einschlusses, der eben eine große Rolle gespielt hat, eben auch in der Berlin Lecture. Und ich wollte sehr gerne nochmal mit dir, Simone, darüber sprechen, weil, und das spielt dir vielleicht auch zu, das Integrationsgesetz, das jetzt verabschiedet wurde, das enthält ja eben genau solche Widersprüche. Also es gibt einerseits eine Integration, aber eben in den Niedriglohnsektor, und andererseits gibt es zum Beispiel über die Residenzpflicht bzw. die Wohnsitzauflage das Problem, dass selbst wenn Institutionen wie die Humboldt-Universität jetzt Geflüchtete aufnehmen will, diese zum Teil die Humboldt-Universität gar nicht erreichen können aufgrund dieses Gesetzes. So, und eine der Analysen, die wir versucht haben für das Berliner Institut für Migrationsforschung sozusagen zur Grundlage unserer Überlegungen zu machen, besteht jetzt nun darin zu sagen, oder eine Diagnose, die darin besteht, zu sagen, dass es auffällig ist, wie viele Themen aktuell über Migration verhandelt werden. Ja, also Themen, die Kultur, Wohnungsbau, Schule, Bildung, was auch immer betreffen, sind Themen, die plötzlich zu Migrationsthemen geworden sind, die über die Figur der Migrantinnen und Migranten verhandelt werden. Und jetzt wäre doch die Frage, und man könnte jetzt das analog übertragen auf politische Verhältnisse und denken, ist das nicht vielleicht ein Problem, dass genau diese, dass die Evidenz, die immer wieder produziert wird darüber, dass tatsächlich man mit der AfD über die Migranten und die Migration redet, anstatt über die Themen zu reden, die tatsächlich ja auch problematisch sein können oder die wir so verstehen, also in der, um es mal emphatisch mit den Worten von Sandro Mezzadra zu sagen, in der die Frage der Demokratie neu gestellt werden müsste, ist das nicht eine Verschiebung, die ein Programm gegen die AfD wäre? Das würde mich mal interessieren, weil von den Grünen ja auch ein bisschen verhaltene Reaktionen kommen. Also man hat nicht das Gefühl, da geht jetzt jemand richtig rein und sagt, wir lassen uns auf solche Diskussionen nicht mehr ein. Ja, weil ich glaube, wir alle reflektieren oder versuchen zu reflektieren, was da derzeit passiert. In Deutschland nachgeholt das, was in den anderen Ländern um uns herum schon seit einigen Jahren passiert. Wenn ich bin in der Grenzregion Frankreich-Deutschland aufgewachsen, Dreiländereck zu Luxemburg, und Schengen war ein unglaublicher Fortschritt und jetzt wird darüber diskutiert, wie wir noch wieder nationale Grenzen einziehen, und die Debatte in vielen Staaten wird getrieben von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, die Europa in Frage stellen, die eine vielfältige offene Gesellschaft in Frage stellen und die natürlich dann in der Flüchtlingsbewegung genau ihr Thema gefunden haben, um Parteien, Gesellschaften zu treiben. Ich glaube, dass das Integrationsgesetz eine politische Antwort genau auf dieses Phänomen ist, dass man auf der einen Seite erkennt, man muss etwas tun, auf der anderen Seite vermeintlich dem Rechnung trägt, und deswegen ist dieses Paket eigentlich etwas, also Zuckerbrot und Peitsche, ne? Auf der anderen Seite Rechnung trägt oder Rechnung tragen will, dass es einen Diskurs gibt gegen die Integration, gegen Migrationsbewegungen, sich abzugrenzen, eine Renationalisierung voranzutreiben. Und ich glaube,
dass wir sehen uns da schon eindeutig, wenngleich wir auch darüber diskutieren. Und wir hatten mit Nagavurin, wir hatten vor kurzem mal die Debatte darüber, wie kann man, welche Sprache kann man überhaupt anwenden, um das Phänomen AfD zu konfrontieren und damit zurechtzukommen. Wir sehen das ja in den Talkshows. Die AfDler werden eingeladen. Es gibt fast keine einzige Talkshow mehr ohne AfD. Und wie schwer es ist, gegen diese Teflon-Oberfläche und gegen die gestanzten Sprüche und Behauptungen, gegen die man immer lange entgegnen müsste, überhaupt anzukommen. Und ich glaube, dass wir da alle gefordert sind, als Politik, als Journalisten, als Gesamtgesellschaft, die ja diese Form der Flüchtlingsbewegung im letzten Jahr sehr stark aufgenommen hat. Auch das hast du eben angesprochen. Wir haben ein hohes Ehrenamt, eine hohe ehrenamtliche Leistung. 7 bis 8 Millionen Menschen sind aktiv gewesen, um Menschen aufzunehmen, dass man da eine Empathie für eine vielfältige und offene Gesellschaft generieren kann. Auf der anderen Seite eben damit konfrontiert wird, dass diese Bewegung der Rechten, vor allen Dingen im Osten, aber auch in den westlichen Bundesländern so massiv erstarkt und da Antworten fehlen. Ich glaube, dass es schon eine Chance ist, über die Gestalt der Migration gesamtgesellschaftliche Lösungen voranzubringen. Wir haben das letzte Woche mit dem Gerechtigkeitskongress getan. Wir haben gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir nicht die beiden Gruppen gegeneinander stellen, wie ich es eben gesagt habe, sondern dass wir deutlich machen, wir nehmen das als Chance, um Gerechtigkeit in der Gesellschaft generell voranzubringen, indem wir mehr bezahlbaren Wohnungsbau schaffen. Sozialer Wohnungsbau, gerade hier in Berlin, ein Phänomen, was jetzt aufschlägt, aber was schon lange relevant ist, das Thema soziale Sicherungssysteme, die Frage der Bildungsoffensive, gleiche Chancen. In Deutschland driften Chancen und Einkommen und Vermögen zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Und wir haben jetzt eigentlich auch über Migration die Chance, dieses Thema aufzumachen und für uns zu nutzen. Wir nehmen aber wahr, dass wir vor allen Dingen von rechts getrieben werden, in eine rechte Debatte rein, die das als Problem stilisiert. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Antwort parat. Für uns ist ganz klar, wir haben eine Rechtsextremismuskommission in der Partei, die deutlich macht, es darf da überhaupt kein Vertun geben, um der Hetze und der Gewalt eine ganz klare Ansage entgegenzustellen. Sämtliche Orts- und Kreisverbände unserer Partei sind montags bis donnerstags oder freitags bis sonntags in den Orten unterwegs und stellen sich gegen Pegidas, Legidas, Magidas, die machen seit Monaten überhaupt gar nichts anderes. Und da ist die klare Ansage deutlich. Auf der anderen Seite wollen wir durchaus diskutieren, wie wir diese gesellschaftliche Spaltung, die damit auch voranschreitet, wie wir da auch Konzepte auch mit einer anderen Ansprache, für die wir jetzt vielleicht noch nicht das Wording haben, wie wir das aufnehmen können und die Betroffenheit, die teilweise als Ängste, als Abstiegsängste, als Abgehängtsein formuliert wird, wie wir das aufnehmen können. Aber in der Tat, da gibt es nicht das Patentrezept. Für mich wäre klar ein Politikwechsel, der deutlich macht, dass wir Integration als Chance verstehen, wirklich mit offensiven Lösungen statt mit Zuckerbrot und Peitsche und Symbolpolitik, das Ehrenamt aufnehmen, Möglichkeiten suchen, wie wir dieses bürgerschaftliche Engagement stärken können und das Ganze übertragen in Kultur, in die Institutionen, um damit einen Aufbruch zu generieren. Aber davon sind wir wiederum weit weg, weil die AfD gerade zum Beispiel linke Bündnisse überall obsolet macht, was ich jetzt als Chance sehen würde. Max, noch einmal zu dir, vielleicht abschließend. Wir haben ja jetzt gesehen, dass es offenbar einen Zusammenhang gibt und der Zusammenhang ist auch konstatiert worden in der Berlin Lecture zwischen diesen Außengrenzen und den, den Innengrenzen. Und irgendwie scheint das ja auch der Fall zu sein, dass so richtig die Konzepte nicht da sind, wie wir diese Problematiken angehen. In dem Vortrag ist gesagt worden, dass die Fantasie, man könnte Migration stoppen, eine aus dem Repertoire des Rassismus stammt. Du hast dich auch viel mit Fragen von Rassismus in Deutschland beschäftigt und warst an vielen Orten, in denen Konflikte tatsächlich zentral geworden sind, auch in den letzten Monaten. Verfassungsinstitutionen haben inzwischen dokumentieren, dass letztes Jahr es 3 Anschläge pro Tag gegeben hatte, die dokumentiert worden sind. Wir haben
es also mit einem sehr breiten Phänomen zu tun und hier ist jetzt sozusagen ein Vorschlag zu sagen, können wir die Diskussion auf ein anderes Territorium führen? Können wir sagen, es geht eigentlich um was anderes? Müssen wir eigentlich immer über die Migrantinnen und Migranten sprechen? Was ist der Vorteil oder der Nachteil? Und genau, was, hast, ja. was würdest du dazu sagen? Ich bin schon die ganze Zeit auf meinem Stuhl hin und her gerückt, weil ich so viele Sachen dazu sagen wollte und irgendwie nicht mehr zurückhalten konnte. Also ich glaube zum einen, am Ende läuft es auf die Frage hinaus, die Sandro, die du am Anfang gestellt hast, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und die müssen wir, jeder von uns muss die beantworten und dann auch dementsprechend handeln. Also es geht hier nicht, ich finde immer diese übertriebene Angst einerseits vor gesellschaftlicher Spaltung und von Auseinandersetzung, die teile ich nicht. Ich finde, ja, es geht hier um eine Konfrontation und es geht um eine sehr grundsätzliche Frage. Und meine Antwort ist auch ziemlich eindeutig. In der Gesellschaft, so wie sie sich in den letzten Wochen und Monaten herauskristallisiert hat, will ich nicht leben. Seit 2014 sind 10.000 Menschen bei der Flucht nach Europa ums Leben gekommen und das ist eine konservative Schätzung. Das ist ein unvorstellbares Verbrechen. Und ich glaube, jeder muss sich die Frage stellen, was tue ich eigentlich, um dieses Verbrechen zu stoppen. Das klingt vielleicht ein bisschen großspurig, weil das natürlich dann am Ende nicht an Einzelnen liegt. Und trotzdem glaube ich, sollte man alles versuchen, was man kann, um dagegen irgendwie anzugehen. Also ich bin Journalist und versuche es auf dem Weg, aber es gibt natürlich irgendwie zig andere Möglichkeiten. Das sind die Außengrenzen. Und dann, was den Rassismus in Deutschland betrifft, ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach diese Auseinandersetzung, die muss jetzt geführt werden. Und natürlich ist sie nicht damit getan, dass man dann Leute, die anders denkt, als Rassisten abstempelt und damit die Diskussion beendet. Aber ich glaube, man muss die unterschiedlichen Positionen schon herausarbeiten auf den verschiedensten Ebenen. Und ich finde es bedrückend zu sehen, wie die, wenn man so den Sommer der Migration, also Sommer 2015, als Ausgangspunkt nimmt, wie dann Stück für Stück Rechtspopulisten, Rassisten, Apokalyptiker die Diskussion dominiert haben und wie sie den zunehmenden Diskurs bestimmten und damit dann auch politische Fakten geschaffen haben. Und ich glaube, ein Grund dafür ist auch diese Angststarre auf Seiten der Linken. Und da schließe ich auch die Grünen mit ein. Ich glaube, ja, da hätte man deutlich, und Journalisten und den Spiegel, also um nicht über die Grünen, sondern über den Spiegel zu reden. Das ging damit los, dass im September man noch irgendwie Willkommenskultur und so weiter abgefeiert hat. Und dann ab Oktober war die entscheidende Frage, kippt jetzt die Stimmung? Und die Überschrift in jedem zweiten Text war an der Grenze. Also ich glaube, Es geht schon mit dem Diskurs und der Debatte, wie sie geführt wird, los. Und da würde ich mir einfach mehr Mut wünschen. Ich glaube, klar, auf der politischen Ebene wurden jetzt viele Weichen gestellt, die sind schwer wieder rückgängig zu machen. Die Renationalisierung, die Abschottung und so weiter, die hat sich radikalisiert, vielleicht auch durchgesetzt. Umso wichtiger ist es, auf einer Ebene drunter, das, was du machst, diese Form von Projekten, Lampedusa hast du angesprochen, die Bürgermeisterin dort, Barcelona, wo sich Bürger und Geflüchtete zusammenschließen, dieses Hotel Europa, das sind Ansätze im Kleinen, dann wird man immer sagen müssen, ja gut, das ist irgendwie schön, dass es dieses Hotel Europa gibt, gleichzeitig aber sterben weiter Menschen an Außengrenzen, ja, dieser Widerspruch besteht, der ist unerträglich und ich kann jeden verstehen, weil es mir ein bisschen auch so geht, der angesichts dieser Situation fatalistisch wird, aber es ist im Moment einfach keine Zeit für Fatalismus und Resignation und ich glaube, jeder, der an einer offenen Gesellschaft interessiert ist, muss jetzt mehr denn je mit allen erdenklichen Mitteln dafür kämpfen, weil sie es wirklich, wirklich bedroht. Max, vielen Dank. Das ist eine kamische Wendung, also ein existenzialistisches Plädoyer, Einsatz zu zeigen. Wir haben aber auch über Institutionen natürlich gesprochen, dass also in gewisser Weise ja die andere Seite dieses Versuches auch der Veränderung ist. Simone, du wolltest noch ein paar kurze Worte sagen.
Gerne. Und dann würde ich gerne auch schon Sandro bitten, die Replik zu sprechen. Ich wollte keine größere Rede halten, sondern nur noch mal kurz darauf reagieren, keine Angst vor der gesellschaftlichen Spaltung zu haben. Das treibt mich doch um, wenn ich sehe, also nach allem, was ich jetzt an den Umfragen oder Wahlergebnissen reflektiere, ist, dass wir Grüne da vielleicht die geringste Angst haben müssen, weil wir uns als Gegenmodell der AfD sehen. Wir wurden als das Gegenmodell stigmatisiert und wir nehmen das an. Wir sagen, ja, wir sind das bewusst in allen Fragen, ob es die Migrationspolitik ist, die Familienpolitik ist, Sozialpolitik, Kulturpolitik, egal. Wir sind das Pendant. Aber ich nehme wahr, wenn wir dann so enden, in Anführungsstrichen wie in Österreich, dass eine Republik gespalten ist, die dann auf der einen Seite sich mit allen demokratischen Kräften hinter einen Präsidenten stellt oder Präsidentschaftskandidaten mit grünem Parteibuch und der Rest, und das sind auch fast 50% gewesen, im rechten Lager zugeordnet. Das erleben wir in ganz vielen Ländern Europas und jetzt gerade eben nachholend auch in Deutschland. Dann müssen wir diese Auseinandersetzung führen, ganz klar, aber ich glaube, es braucht differenzierte Antworten. Und für mich ist die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts einer, der nicht nur mit der klaren Gegenansage, da sind wir, glaube ich, unverdächtig, sondern eben auch mit Lösungsansätzen, wie können dann Verunsicherungen, die durch die europäische Krise, die durch Globalisierung, die durch die Digitalisierung voranschreitet, wie können wir trotzdem da einen Zugang zu den Menschen finden? Absolut, das kann ich darauf sagen, oder ist es schon... Ein Satz. Naja, das Problem ist, dass man dann eben aber sagt, wir müssen die Sorgen ernst nehmen, und Sorgen ernst nehmen hieß dann eben doch, die Sprechblasen aufzugreifen und zu sagen, stinken die Migranten nicht doch? Also, ich glaube, ich würde sehr gerne an diesem Punkt, wo es zu einem Streit über bestimmte Parteilinien etc. kommt, beziehungsweise darum, ob jetzt wer sich wie zu verhalten hat, das gerne unterbrechen. Mich aber ganz, ganz herzlich bedanken für das Kommen und die Diskussion und würde sehr gerne kurz bitten, Sandro, nochmal eine Replik auf das Gehörte zu sprechen, nachdem du eine Antwort auf deinen Vortrag erhalten hast. Ja, ich stehe. Aber wirklich nur ein paar Sätze, um mich bei euch alle zu bedanken für diese spannende Diskussion, die für mich, wie Maximilian gesagt hat, am Ende noch ein Beweis dafür ist, dass wirklich existenzielle Fragen mit der ganzen Themen, die wir gesprochen haben, verbunden sind. Wie, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was mich auch betroffen hat, ist der Hinweis von Hortensia Völkerts auf diese andere Realität. Ich finde auch, dass es wirklich sehr wichtig ist. Und irgendwie muss man die Wege und die Sprache finden, die uns ermöglichen, auch in diese andere Realität durchzubrechen. Und die Kristallisierung dieser anderen Realität in Frage zu stellen. Ich teile wirklich viel von was ihr gesagt habt, und würde ich auch sagen, ganz am Ende, dass es keine Zeit für Fatalismus und Resignation ist. Dass es viele, viele Beispiele von einem positiven Engagement gibt, dass es viele, viele Versuche
auf der Ebene des Alltagslebens gibt, mit diesen Fragen positiv und offen zu verhandeln. Es gab schon viele Beispiele, die erwähnt wurden, die Mayor, die Bürgermeisterin von Bürgermeisterinnen von Lampedusa und Barcelona, dieses Hotel City Plaza in Athen. Aber es gibt viele andere, auch kleinere, weniger sichtbare Versuche von Öffnung von Räumen, wo auch mit neuen Formen des Zusammenlebens ganz konkret experimentiert. Und vielleicht eine wichtige Aufgabe wäre, die Sprachen und die Mittel zu finden, um diese Vielzahl von Versuchen, von alltäglichen Praktiken sichtbar zu machen. Aber ich bedanke mich noch einmal. Ja, ich möchte mich auch sehr bedanken. Bravo. Für die Diskussion nochmal, für die positive Wendung des existenzialistischen Plädoyers und möchte gerne alle im Raum gerne einladen, mit uns noch ein Glas zu trinken. Draußen ist da schon etwas vorbereitet worden und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Kommen und für diese 2 Stunden. Wiedersehen.